Also Kafka ist ein Spezialist, man könnte fast sagen, ein Virtuose, ein Artist der kleinen Form. Und fast alle großen Gattungen, die das Abendland, aber vor allem auch die Neuzeit hervorgebracht hat, die auch die große deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts ausgemacht haben, fast all diese großen Gattungen werden klein gemacht. Also von der Künstlernovelle bleibt im Grunde die Figur eines untröstlichen Zirkusartisten zurück. Vom Bildungsroman bleibt ein kleiner Verschollener in Amerika, in den Vereinigten Staaten übrig. Also ein Weg nach unten, nicht nach oben. Von der Tragödie bleibt ein Held übrig, der im Grunde nichts anderes als ein unbequemes Geschick hat, aber weder tragisch noch groß ist. Das heißt also, große Figuren, große Gattungen werden auf eine sehr raffinierte Weise verkleinert, so wie man sagen könnte, dass die Operette auch die Oper verkleinert hat. Es gibt eine sehr frühe Erzählung, die heißt Beschreibung eines Kampfes, wo tatsächlich also Körper zu wuchern beginnen, Körper aus der Form geraten und in einer gewissen Weise die Konsistenz der menschlichen Gestalt verlieren. Und ich glaube, das ist ein, unvorsichtig gesagt, ein Phantasma, das bei Kafka immer wieder auftaucht. Also denken Sie an einen kleinen Angestellten, einen Handlungsreisenden, an einen Vertreter, der morgens aufstehen will und sich in einen Käfer verwandelt fühlt. Also in einen Käfer, der keine Metapher ist, der auch kein Bild ist, sondern der nichts anderes ist als ein unerträgliches Körpergefühl. Und diese Verwandlungen des Körpers, die im Grunde der Logik auch von Zeichentrickfilmen funktionieren, Körperarme, die sich lang strecken können, wieder zusammenschrumpfen. Diese Art der Gestaltveränderung ist eine der Angelegenheiten, von denen, glaube ich, Kafka regelrecht besessen war. Ist der Durchbruch von Kafka noch zu seinen Lebzeiten erfolgt? Von Durchbruch kann man überhaupt nicht sprechen bei Kafka. Nein, und Kafka hat selbst ja ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu seiner eigenen Tätigkeit gehabt. Das heißt, auf der einen Seite ein fast romantisches Verhältnis zur Literatur, auch zu seiner eigenen Literatur, mit einer mit einem Begehren, mit einem Textbegehren, also einem tatsächlich ganz elementaren Textbegehren. Auf der einen anderen Seite aber auch einen sehr kühlen, fast bösartigen Blick auf seine eigenen Produktionen, die er immer auch als minderer Qualität begriffen hat. Und deswegen hat Kafka nie an einen Durchbruch seiner Literatur gedacht, ihn auch nie wahrgenommen und ihn auch zum Schluss, wie man weiß, eben zu verhindern versucht, indem er verfügt hat, dass kein Satz seiner Produktion überleben sollte. Und diese Vernichtungsaktion ist nicht gelungen, wie wir wissen. Mhm. Und jetzt, wo kommt dieser Ruhm Kafkas her? Er ist doch sozusagen, wenn man sagt, das ist ein Text, der könnte von Kafka sein, ist das höchste Lob für einen Autor des 21. Jahrhunderts, den ich überhaupt kenne. Mhm. Ja? Ihm wird ja absolute Qualität zugeschrieben, obwohl es doch ganz schwer ist, einen Leser zu erklären, was ihn erwartet. Wem würden Sie das Kafka empfehlen? Dem nachdenklichen Leser? Eben glaube ich nicht. Oder sagen wir, der nachdenkliche Leser wird sehr schnell enttäuscht sein von Kafka. Auf dem Nachttisch für ein großes Hotel? Ebenso wenig. Also es gibt eine ganz böse Anekdote, die Kafka berichtet über seinen Vater, als er das Urteil veröffentlicht hat und es seinem Vater in einer emphatischen Geste zum Geschenk macht und der Vater zu ihm sagt, leg's mir auf den Nachttisch. Und diese Geste, die nicht nur wegwerfend war vom Vater, sondern die auch noch diesen literarischen Text, diesen Text oder diesen emphatischen Text mit der Nachtlektüre, mit der Bettlektüre in Verbindung bringt, glaube ich, zeugte deutlich, also für einen kleinen Aufruhr oder Skandal für Kafka selbst. Ne? Das heißt also, es ist eine Literatur, die kontemplative Distanz ganz konsequent kassiert. Es gibt also keine Distanz, die der Leser zum Text herstellen kann, deswegen, weil der Text selbst sich bereits als sich selbst lesender Text inszeniert. Also Kafka ist also ein geschickter Veranstalter von hermeneutischen Delirien und er überlässt die Hermeneutik, die Auslegung, nicht dem Leser, der sich sozusagen souverän distanzieren könnte und je nach Laune und je nach Lage und je nach Rückenlage, wenn man so will, verschiedene Interpretationen versuchen könnte, sondern die Texte sind selbst in einer fast verzweifelnden Weise mit ihrer eigenen Selbstexegese befasst. Und das führt, unendliche Kommentare wären möglich. Genau, also es sind im Grunde in dieser Weise zumindest auch talmudische Texte, also Texte, die sich selbst als Randnotizen zu sich selbst wiederum begreifen. Also wie
Sätze des Talmuds, die in unendlichen Kolumnen wiederum kommentiert werden könnten. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidendes Prinzip bei Kafka, dass sozusagen mit jedem klaren, direkten, man könnte fast sagen nüchternen Satz zugleich Interpretationen dieses Satzes mitgeliefert werden und damit ein Textlabyrinth erzeugen. Und dieses Textlabyrinth ist eines, das den kontemplativen Leser, also einen, der sich mit einer gewissen Lust an der Distanz oder auch an Lust an der, wie soll man sagen, ja, Übersicht und auch an der frei sich bewegenden Einbildungskraft entzünden kann, diesen Leser eigentlich verhindert. Ich glaube, der Leser wird ja gefesselt. Ja, er wird geknechtet. Er wird geknechtet und man könnte vielleicht sagen, wenn es eine heimliche Verwandtschaft gibt mit Lesern, dann sind es eher Leser von Fortsetzungsromanen. So wie die Romane von Kafka eigentlich keinen Abschluss kennen, wie die Kapitel nacheinander geschrieben werden und eigentlich die Figuren selbst, die auftauchen, sei es K. im Schloss, sei es Rossmann im Verschollenen oder sei es Josef K. im Prozess, als Figuren installieren, die fast was von Comic-Figuren an sich haben, nämlich in dieser eigenartigen Zwischenwelt leben, die ihnen auf der einen Seite ein unendliches Leben verspricht, auf der anderen Seite dieses unendliche Leben mit dem Schicksal des Sisyphus versieht. Das heißt also, die eigentlich immer wieder dieselben Tätigkeiten mit derselben Last vollziehen müssen, so wie Superman jemand ist, der immer wieder dieselben Probleme lösen muss, ohne je damit an ein Ende zu kommen, weil die nächste Folge bereits wartet. Ne? Also es noch gibt einmal zur Zielgruppe. Ja? Ja? Welche Zielgruppe sehen Sie ja, für Kafka? Die Zielgruppe ist der Leser von Abenteuerromanen, von den in den 20er Jahren auftretenden Comics, von Fortsetzungsromanen und vielleicht von Feuilletons, von Zeitungsfeuilletons. Wenn Sie sich vorstellen, der Mann wäre in einem Lungensanatorium geheilt worden, ja, und würde 80-jährig schreiben, wie ein Thomas Mann. Ja. Ja? Können Sie sich das vorstellen? Also wenn ich schlicht antworten dürfte, glaube ich das nicht. Denn die kafkasche Welt, auch die Welt seiner Texte, ist, glaube ich, in einem hohen Maße eine Zwischenwelt. Das heißt, eine Welt, in der bestimmte Inkubationen oder Latenzen noch nicht hervorgebrochen sind. Um ganz wenige Beispiele zu nennen, die Bürokratie, die Kafka beschreibt, ist erst 20 Jahre später zu genau dieser Bürokratie geworden, die die Texte diktiert. Das ist die des Dritten Reichs. Das ist unter anderem die des Dritten Reichs, unter anderem. Oder Kafkas Faszination für den Zionismus hätte für ihn nie dazu geführt, das Land Zion tatsächlich zu betreten. Das heißt also, das Land Zion war immer ein Land, das gerade dadurch präsent blieb und gerade dadurch für ihn einen Weg offenbarte. Das eine Sehnsucht darstellt. Dass es nie existieren durfte. Eine unausgeführte Absicht. Genau, genau. Und er hätte nie, also er hat auch sich mit Max Brod an entscheidenden Stellen entzweit, wo Max Brod tatsächlich eben den Zionismus vertreten hat und gesagt, also dieses Land ist ein Land für mich nur ein heiliges Land oder ein utopisches Land, nur insofern ich es nie betreten werde. Und das heißt also, dieses sich einrichten in Zwischenwelten, die halb geboren sind, die nicht zu Ende geboren sind, hat verschiedene, wenn man so will, untröstliche Seiten der Zukunft der 20er Jahre an der Schwelle ihrer Verwirklichung festgehalten. Und man könnte eher umgekehrt sagen, das Verwirklichen verschiedener Fluchtlinien dieser Literatur, das Verwirklichen verschiedener Fluchtlinien dieser Literatur hätte diese Literatur tatsächlich verhindert. Und insofern, glaube ich, ist es wirklich eine Literatur der Habsburger Monarchie gewesen und natürlich auch später dann eine Zwischenkriegsliteratur gewesen, die aber das 20. Jahrhundert nur insofern beschreiben konnte, als das 20. Jahrhundert noch nicht verwirklicht sein durfte. Ist er ein Seher, ein Prophet? Nein, keinesfalls ein Seher und Prophet, sondern ein Berichterstatter. Ein Berichterstatter und ein genauer Hinseher und ein Analytiker. Das heißt also einer, der sich in den schrecklichsten wie in günstigsten Momenten tatsächlich vom Fluch des Beobachtens auch nicht freigemacht hat. Also es gibt eine Szene, die Kafka notiert, August 1914. Und es gibt eine Tagebucheintragung von Kafka, wo nur steht... Mittags Schwimmschule. Ja, also Russland hat den Krieg erklärt, nachmittags
Schwimmschule. Und Kafka notiert einige Tage später, dass die ersten patriotischen Aufzüge in Prag gesichtet wurden und er mit bösem Blick nebenan steht und zuschaut. Und dieser böse Blick, glaube ich, der gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, nicht ein zynischer Blick ist, auch kein bösartiger Blick, sondern im Grunde bestenfalls die Boshaftigkeit der Naivität hat. Ja. Das heißt also ein Blick, der aus allen großen Geschehnissen die Größe durch Substraktion herausnimmt und gewissermaßen materialistisch verkleinert. Und ich glaube, das ist wiederum eine der Methoden Kafkas, das heißt große Begriffe, große Ereignisse, große Zeiten, wie man den Ersten Weltkrieg ja auch die große Zeit genannt hat, ganz konsequent zu verkleinern, indem man Zwischenstücke herausnimmt und indem man vor allem die Vergrößerungssucht einer Zeit als Symptom eben dieser Zeit begreift. Und es gab ja, man darf das nicht vergessen, es gab um die Zeit 1910, 1914 bis hin in die 20er Jahre eine Größensucht genau dieser Zeit. Also die Fabrikation neuer Menschen, neuer militärischer Menschen, neuer sowjetischer Menschen. Jugend. Genau, ne, die Jugendbewegung. Das heißt also der Versuch, eine permanente Transzendierung irdischer Verhältnisse herzustellen, um die Zeit in das größtmögliche Format, in den größtmöglichen Rahmen einzurücken. Große Bilderbögen herzustellen. Und dann genau hat er in diese großen Ölgemälde sozusagen kleine Kritzeleien hinein. Nein, sozusagen, nun ist er aber doch sozusagen eher das Genie. Ja? Ja. Und die ganzen Großmeister sind es ja nicht. Mhm. Ja? Mhm. Aber wahrscheinlich aus diesem Grund, weil er sozusagen die Zwischentöne gehört hat, das heißt also in den großen, sinnerfüllten Worten das Geräusch gehört hat, den Sprachfehler. Also wenn man so will, jemand, der den Sprachfehler seiner Epoche in einer gewissen Weise entziffern kann. Das heißt auch eine falsche Formulierung, in der Hinsicht ist er fast auch jemanden wie Karl Kraus verwandt, der einmal gesagt hat, ich habe unsere große Zeit gekannt, als sie noch so klein war. Und dieses Zurückführen auf kleine Entstehungsszenarien das Lauschen auf sprachliche, auf semantische, aber auch auf, könnte durchaus sagen, ideologische Fehlleistungen, die bei der Produktion aller größten Ideen in irgendeiner Form beteiligt sind. Sie nannten vorhin die sehr kurze Textstelle über den Zirkus. Meinen Sie die Zirkusreiterin? Oder? Es gibt mehrere. Also es gibt die Zirkusreiterin natürlich, aber es gibt natürlich auch den Hungerkünstler. Den Hungerkünstler, eine Figur, die sich zur Schau stellt, übrigens auch durchaus zeitgenössisch belegt ist, dass es solche Schaustellungen gab und ein Schauhungern veranstaltet. Das heißt also, etwas vorführt, was sich nicht vorführen lässt, nämlich das Nichtstun. Und das heißt auch bis hin zum Nichtessen. Und dieser Künstler hat offenbar eine große Konjunktur in der geraumen Zeit und wird mehr und mehr uninteressant, weil andere lebenskräftigere Wesen auf den Plan treten, zum Beispiel eben wilde Tiere, Panther, Tiger und so weiter. Und dieser Hungerkünstler am Schluss das Leben eines traurigen Zirkusartisten führt, der irgendwo in einem Käfig verräumt oder im Trapez seine hängt und noch vorführt. Darbieten will. Genau, ja. Genau. Bis zu einem Ende, das auch hier ausgespart wird. Und lauter Gewalten und Vitalitäten um ihn herum und er wird immer schmaler. Genau, er wird immer schmaler und zeichnet sich eben auch wiederum dadurch aus, dass er die Größe der Welt verkleinert und letztlich durch Nichtstun verkleinert. Also eine radikale Figur ist, indem sie eine Artistik des Verschwindens vorführt. Aber Kafka wäre nicht Franz Kafka, wenn er sagen würde, dass dieses Verschwinden tatsächlich ein wiederum großartiges Verschwinden ist, wie etwa der Ring des Giges, des Täter. Das heißt also eine Figur, die sich zum Verschwinden bringt, um allmächtig zu werden. Nein, es ist eine Figur, die sich durch eine Mimesis oder man könnte auch sagen Mimikrie an das schwächste Glied auszeichnet. Ja? Also ein konstitutives Schwachwerden vorführt. Und die Erzählung selbst, der Hungerkünstler, endet aber auch mit dem Satz, ich hätte nie gehungert, wenn ich die Nahrung gefunden hätte, die mir schmeckt. Wie weit gehen seine Reisen überhaupt? Was war das Weiteste an Entfernung, das er überbrückt hat? Das Weiteste war eine Reise nach Italien, nach Brescia.
Und zu einem Unternehmen, das übrigens damals großes Aufsehen erregt hat, nämlich zu einer Flugzeugshow in Brescia, wo übrigens auch D'Annunzio geflogen ist. Ja. Es gab also eine Begegnung, also wenn man so will, eine Nicht-Begegnung oder Begegnung zwischen D'Annunzio und Kafka in Brescia. Darüber gibt es auch ein Bild. Es gibt ein Bild, genau, wo er abgebildet ist in so einer Attrappe eines Flugzeugs. Genau, das ist aber mehr ein Jahrmarktscherz gewesen. Ja. Man konnte sich in diese Plakatwände setzen und konnte plötzlich durch die Lüfte fliegen. Aber das, glaube ich, bezeichnet auch diesen Ausflug Kafkas ganz deutlich, weil er fasziniert war von dieser neuen Technologie vor dem Ersten Weltkrieg, die ersten fliegenden Flugzeuge, die sich in Brescia eben versammelt haben. Hätte er sich mit Marinetti zum Beispiel vertragen? Er hätte sich natürlich nicht mit Marinetti vertragen, weil Kafka, glaube ich, zu sehr technokratisch war und technokratisch denken konnte, als dass Fluggeräte für ihn sozusagen himmlische Apparate wären. Ne? Man darf nicht vergessen, dass ich glaube, es in der Zeit, in der Kafka angefangen hat zu schreiben und zu denken, es zwei Bewegungen gab. Die einen wollten sozusagen den Mythos, den Himmel, das Numinose auf die Erde herunterholen, und dafür war auch die Technik gut. Und Marinetti war so einer, ne, in der er sozusagen in den Maschinen Götter wirken sah. Und bei Kafka, glaube ich, war es umgekehrt. Er hat eher die Bürokratisierung des Himmels beschrieben und gesagt, interessant an unserer Welt ist nicht, dass das irdische mythischen Charakter hat, dass Elektrizität ein neuer Gott ist, sondern im Gegenteil, was uns interessiert ist, wie sehr ist eigentlich im Laufe der Zeit der Himmel bürokratisiert worden, inwieweit ist der Himmel eigentlich technifiziert, elektrisiert war. So wie tatsächlich Entscheidungswege im Prozess oder im Schloss laufen. Das heißt also, es gibt Wege zu Gott. Ja? Und das sind die können unendlich lang sein. Genau. Ja? Nicht, ja. Führen nicht zu Gott, sondern ganz woanders hin. Oder indem man telefoniert, was Kafka begeistert, aber auch furchtsam getan hat. Und im Telefon und im Rauschen des Telefons plötzlich das Meeresrauschen oder das Engelsingen hört. Und das heißt also, behauptet. Ja, also nicht behauptet, sondern beschrieben. Beschrieben, dass also tatsächlich in den Telefonleitungen eine Vielstimmigkeit herrscht, die im Grunde an ein himmlisches Botenwesen erinnert, in einer gewissen Stimmt Weise. Das doch. Und also meinetwegen Max Horkheimer hat immer angerufen an entfernten Stellen der Welt, um mit an den Stimmen der Telefonfräuleins, die fremd sprechen, ja, und mit denen er sich sprachlich wohl auch nicht verständigen konnte, hat er sozusagen seine Schlaflosigkeit zu bekämpfen versucht, indem er sich eine Überzeugung macht von der Vielfalt der Sprachen in der Welt. Ja. Ja, das wäre aber doch was anderes. Das wäre noch ein bisschen was anderes. Also es gibt, und dafür hat Kafka, glaube ich, eine enorme Prägnanz entwickelt. Er interessiert sich, glaube ich, weniger für die festen, großen und damit auch gesättigten Instanzen, die Botschaften verschicken, sondern er interessiert sich für das kleine, mindere, wenn man so will, auch verkleinerte Personal der Übertragung. Boten, Diener, Telefonleitungen und so fort. Und das sind sozusagen die himmlischen Seiten ganz irdischer Technologien bei Kafka. Und das heißt also, so wie einstmals Engel göttliche Boten überbracht haben, sind Telefonleitungen installiert, in denen ich sozusagen das Numinose hören kann. Und man darf ja nicht vergessen, dass also Angelos, also Engel, zunächst mal nichts anderes bedeutete als der Bote. Der Bote. Und das heißt also, durch die Installation eines weitläufigen irdischen Medienverkehrs, dazu gehören Briefe, dazu gehören Gerichtsdiener, dazu gehören aber auch Telefone, Telegramme, dazu gehören Telegrafen, durch die Installation eines exzessiven irdischen Kommunikationswesens ist im Grunde so etwas wie die Verweltlichung des Himmels geschehen. Ne? Also Boten überall, die in irgendeiner Weise immer daran erinnern, dass auch etwas übertragen wird. Und zuletzt wird das Wort des Kaisers, zuletzt wird das Wort Gottes übertragen, aber eben in einem unendlichen Übertragungsprozess, von dem am Schluss das Rauschen in den Leitungen übrig bleibt. Und das ist die Sache, die Kafka interessiert, dass also jede übertragene Botschaft einen Hof, einen Grundton an Rauschen mitbringt. Und daran kann man sozusagen die Ferne des Himmels ermessen. Was ich liebe, muss fern sein wie das Himmelreich. Das ist von Eichendorff. Ja. Was würde Kafka davon halten, von so einem Satz? Er würde sagen, dass dieser Satz die Definition von Unglück sei. Dieser Satz ist die Definition von Unglück, weil er tatsächlich
Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er an dieser Stelle versuchen würde, Eichendorff zu widerlegen, weil er an dieser Stelle deutlich macht, dass diese Liebe, dieses Himmelreich und damit dieses Glück immer unerreichbar bliebe. Und ich glaube, Kafka ist auch ein Spezialist für die Sezierung von Unerreichbarkeiten. Und es gibt eine andere Seite dieses Übertragungswesens, auch eben bei Kafka, und das ist die Präsenz, das ist die Begegnung, das ist das Nebeneinandersein, in dem diesen ganzen Gespenster und Vampire, die in den Leitungen sitzen, die in den Übertragungskanälen hausen, nicht existieren. Das heißt also, wollte man eine Definition für Unglück finden, dann wäre es dieser Eichendorffsche Satz. Könnte man eine Situation, einen Satz bei ihm finden, der von Glücklichsein handelt? Ich bin glücklich angekommen zum Beispiel. Ja, also es gibt einen Satz, der völlig rätselhaft ist, aber vielleicht dieses Glück umschreibt, und der lautet: An diesem Ort war ich noch nie strahlender als die Sonne, steht neben ihr ein Stern. An diesem Ort war ich noch nie strahlender als die Sonne, steht neben ihr ein Stern. Und das ist ein Satz, der reinen Überfluss markiert auf der einen Seite, und auf der anderen Seite diesen Atopos, diesen Nichtort, für einen Augenblick nicht an diesem Ort stehen, glaube ich, in irgendeiner Weise markiert. Und das würde ich sagen, ist ein Satz höchsten Glücks bei Kafka. Also man sprach ja früher im Frühchristentum von in Zungen sprechen. Mhm. Und hier kann man doch sagen, in Zungen schreiben. Mhm. Also er schreibt etwas hin. Ja. Und anschließend, er ist nicht Herr über das, was er schreibt. Er weiß, dass er nicht Herr ist, und ich glaube, das ist auch ein gewisses Prinzip, vielleicht um ein Beispiel zu bringen. Also Kafka war ein begeisterter Anhänger jiddischer Literatur, vor allem auch jiddischen Theaters. Ein Theater, das auch in der Zeit eine große Nähe zum Operettentheater auch hatte. Und was war interessant an der jiddischen Literatur? Das waren eben exakt diese Zwischentöne, und das war die Herrschaft einer Sprache, oder besser gesagt die Präsenz einer Sprache, die sich in irgendeiner Weise geschrieben hat und nicht wusste überhaupt, in welchem Idiom. Das heißt also, die jiddische Sprache war für Kafka eine intensive literarische Sprache, gerade deswegen, weil sie eine Bewegung quer durch den europäischen Kontinent vollzogen hat und hebräische Reste, romanische Elemente, deutsche Elemente und vor allem slawische Intarsien gleichzeitig mischt. Und damit eine Sprache ist, die sozusagen in allen Zwischenräumen existiert und ganz Europa zum Sprechen bringt, ohne je in einer dieser Sprachen tatsächlich zu Hause zu sein. Also um ein Beispiel zu nennen, das ist kein Beispiel, das Kafka bringt, aber das sehr gut vorführt, ist ein Ausdruck wie Schlimmasselnick. Schlimmasselnick heißt Pech, Vogel, und besteht aus einer deutschen Silbe, schlimm, aus einer jüdischen, hebräischen Silbe, nämlich Massal, Glück, und Nick, eine slawische Endung. Und in diesem Wort ist sozusagen ein Weg quer durch Europa gebahnt. Es ist der Weg im Grunde des Exils, es ist der Weg der Vertreibung, es ist der Weg der Immigration und der Emigration. Und die Sprache, die ein Gedächtnis für diese räumlichen Bewegungen hält, glaube ich, war für Kafka eine Sprache, die, wie Sie sagen würden, eben sich selbst in einer gewissen Weise schreibt. Vermasseln heißt das Glück genau. Sozusagen außer Kurs bringen. Genau, das Glück einklammern, das Glück durchstreichen. Ne? Und deswegen ist Schlimmmasselnick der Pechvogel, also einer, der dem es nicht gelingt.